Okay, irgendwann mal wird's auch langweilig, hier rumzugammeln. Also, tschüss, Freunde. Oh, wir haben dich doch so gemocht. Ja, ich aber nicht. Okay, du siehst komisch aus. Clear the way, or I'll run you down. Ja, ein auf den. Du mit deinem Kackfahr... Motorrad. Oh. Dann vielleicht. Aber Slimer doch nicht. Ach. Keine Chance. Und ein Leveler. Yay. Noch ein Grimer, kein Problem. Ziehen wir auch nochmal durch hier. Oh, dann möchte ich Scheiße hier ziehen. Oh, Herdner nützt dir gar nichts. Zack, man. Down. You're for real, kid. Ja, ich bin for real. What the? Geil! Ding, da entwickelt sich. Oh yeah, oh yeah, oh geil, oh yeah, hier hab ich ja schon auf. Oh mein Gott, jetzt kriegt es Zöpfe. Oder was? Sollen diese Pickel da sein? Das sieht so lol aus. Zwei Diktatzöpfe. Yay! Duck-Trio. Okay. Duck-Trio. Sandbombe? Sandbombe. Nee, Sand-Tom? Tom heißt der Sandgraf. Sandgraf, die Attacke gibt es, dies. Ist scheiße. Sandgraf ist doof. Okay, ich habe jetzt ein Dick-Dri, ist das genial. So. Was will ich als nächstes? Menki, du entwickelst dich, glaube ich, auch mit Level 28 oder so, also. Los, du gehst manchmal eine Runde. Hey, hey, du Penner! Ich hätte wohl nicht Penner nennen sollen. My bike's acting up, man. Ja. Yeah. Toll, toll ausgesucht. Und tschüss. Level up, jetzt noch ein Level. Ja, kannst du auch mal hier durchziehen. Kein Problem für dich. Ha. Trottel. Jetzt weiß ich nicht, was er noch so ist. Ja, zack. Und tschüss. Ricardo. Oh man. Underground Path? Wieder ein Underground Pass? Okay, was hast du denn so zu bieten? Alright, let's play a game. Das mache ich doch schon bereits. Tja. Ist halt auf dem neuesten Stand, du alter Sack. So, mal. Wow. Zack, 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 zack. Aua, aua, aua. Scheiß mit deinem Duplex-Hieb. Ja, das Duplex-Hieb, ne? Oh Gott, jetzt setzt auch noch ein Komplex-Hieb ein. Das krieg ich aber hin. Oh, ich will ein Level. Oh, yeah, oh, yeah. Und was habe ich gesagt? Es entwickelt sich. Zwei Entwicklungen in einem Part. Und sogar ziemlich schnell hintereinander. Ich hör schon auf, ey. Das sieht komisch aus. Aber egal. Es wurde ein Primate. Ein primärer Affe? Okay. Es versucht, Raserei, glaube ich, zu erlernen. Nee, Raserei ist doof. Ja, Rage, Raserei ist scheiße. Okay, jetzt habe ich auch noch einen Raser. Was trainiere ich denn jetzt? Ich sollte wahrscheinlich weiterhin Nidri trainieren, weil es trotzdem immer noch mein Schwächstes ist. Oh. You look good at Pokémon, but how is your chemistry great? Chemie, frag mich lieber nicht. Ist nicht so mein Fall. Oh, hab ich gut ausgewählt. Ja. Und tschüss. Kaffee? Kaffee war doch Smoke, oder? Setzen wir einfach mal Schluck. Zack. Ja, was machen wir? Aquavelle! Kann ja nichts entgegenwirken. Magnetilo, da setzen wir uns doch wieder gerne ein. Tada! Hallo Magnetilo! Ja, Attacker! Tot. Zack.
Und ein Voltoball, kein Problem für mich. Und tschüss, Mann. Und Level Up. Yay. Meltdown. Okay, soweit hätten wir hier alles erledigt. Gehen wir mal hier durch. Huh? I'm on guard duty. Yeah, I'm thirsty. So, I'm waiting here. The road's closed. Achso, er ist durstig. Deswegen lässt er uns nicht durch. Ist doch nicht, ist das bescheuert? Er lässt uns nicht durch, weil er durstig ist. Okay, dann gehen wir durch den Untergrundpass. Underground Path. Mann, ist der lang, ey. Der ist scheiße lang. Und jetzt sag mir nicht, dass es das Häuschen, von dem wir eben kamen. Das ist doch wohl die größte Farsche. Der Untergrund war, ist irgendwie anscheinend, so muss der ein Tunnel verzweigt sein, sonst kann er nicht so riesig gewesen sein. Und wir sind in der Stadt angekommen. Es ist, glaube ich, Prismania City oder so heißt die. Ja, es ist, glaube ich, Prismania City. Wenn ich mich nicht irre. Saladin City. Hallo, fetter Mann. Und da war eben Team Rocket Mitglied, ne? Und wenn ich mich nicht irre, ist das die Stadt, wo wir auch ein neues VM kriegen. Ein nützliches VM. Und das ist anscheinend auch diese Stadt. Aber vorher gegen ein nettes Ehepaar kämpfen. Our love knows no bounds. We're in love and we show it. Ah, eure Liebe kennt keine Grenzen. Also, what the fuck? Okay, eure Pokémon kennen keine Grenzen, wie mir schon. Ja. Still. Oh, das war mies. Halt, wir haben keine Chance. Oh, Galopp ist tot. Hey, Tauboga ist aufgestiegen. Ey, ich versuche, glaube ich, Flügelschlag zu erlernen. Cool, Flügelschlag ist geil. Ja, Wing Attack ist auf jeden Fall Flügelschlag. Das hört sich doch schon. Wing, Flügel, Attack, Attacke, Flügelschlag in Deutsch. Kein Problem. Alles cool. Oh no, my love has seen me as a loser. Mein Lieber hat mich als Verlierer gesehen. Na, was sagst du uns, alter Mann? How'd you get in? Get good at all. Ja, das ist alles nur Training gewesen, wie ich reingekommen bin. Und hier ist das Haus, in dem wir ein neues Form kriegen. Von dieser Frau. Oh dear, you found my secret retreat. Please don't tell anyone I'm here. Ja, sag niemandem, dass ich hier bin. Ich revanchiere mich mit dem hier. Yay, ich habe vor allem zwei von dem Mädchen gekriegt. Und das ist Fliege. Es ist ein wundervoller Attack oder so. Bitte benutze es weise oder so. Okay, und ein Ibitak. Ach, ich mag Ibitak nicht. Okay, da ist es. Das bringen wir sofort unserem Tauboga Brei. Brei, ja, vor allem Brei. Ja, es soll eine andere Attacke stattdessen vergessen. Und zwar... Tackle. Tackle braucht kein Schwein. Ja, ja. Friss! Nein! Jetzt bist du für immer geprägt, diese Attacke zu behalten. Muhahaha. Ich bin so böse. Der legt schon wieder so ein fettes Relaxo. Ist ja kaum auszuhalten. Wenn ich mich nicht recht irre, gibt es hier auch einen Laden. Also der Einkaufsladen. Und in dem Laden kann man Entwicklungssteine kaufen. Ja, dann können wir unser Pikachu endlich entwickeln. Hier geht's aber auch noch lang. Wo geht es denn hier nur lang? Oh, hier geht's rein. Okay, hier geht's hoch. Es geht wieder hoch. Es geht wieder hoch, okay. Ah ja, wo bin ich? Bin ich im Einkaufszentrum? There's nothing that I don't know, like a road or the blackboard. I know about the world of Pokemon in your Game Boy Advance. Get together with your friends and enjoy training Pokemon. Okay, das ist komisch gewesen, wie er das gesagt hat. Ich hab den... What the fuck? Evoli? Ich hab... Jetzt nicht echt. Ich hab ein Evoli gefunden, Level 25. Ich hab's den einfach abgezockt.
Oh mein Gott. Ist ja geil. Dann können wir unser Evoli auch gleich mit einem Stein entwickeln. Und ich weiß auch schon gleich, in was ich machen werde. Und zwar... ein Flamara. Ich finde Flamara von den drei Standard-Evoli-Entwicklungen am besten. Frag mich nicht, warum. Es ist einfach so. Flamara hat guten Angriff. Zwar nicht so eine Schnelligkeit und eine gute Verteidigung, aber es, der Angriff ist immer am wichtigsten, finde ich. Naja, stimmt auch nicht unbedingt, aber naja. Was willst du eigentlich hier, du scheiß Team Rocket-Mitglied? Keep out of Team Rocket's way. Ja, ja, reg dich nicht so auf. Gut, ah ja, wir wollten ja kurz hier einkaufen gehen. Es ist ein Einkaufsladen. Und wenn ich mich nicht recht entsinne, waren die Steine zum Verkaufen weiter oben. Nehmen wir mal 3. Dödel. Ist 3 richtig? Mal gucken. Hallo. Oh, hi. I finally finished Pokémon. Not done yet. How about I teach you a good move? What the fuck? Ich will keinen Move von dir. Nein! Nein. You're not interested? Nein, ich bin nicht an einem neuen Move interessiert. Ich will Steine kaufen mehr. Dann wahrscheinlich in 4. Sieht doch schon mal gut aus. Hi there, may I help you? Ah, genau. Nehmen wir einmal Feuerstein. Ja. Und einmal Donnerstein. Ja, die anderen Steine brauchen wir nicht. Ich würde aber sagen, Pikachu lassen wir erstmal mit Level 30 entwickeln. Und Evoli könnten wir eigentlich sofort... Obwohl, es ist ja nie so gut, Pokémon mit niedrigen Level gleich entwickeln zu lassen. Ich glaube, ich warte auch, bis es Level 30 ist. Which floor you do want? 1. Okay, schnell hier raus. Ich will hier raus, ich will hier raus. So, sind all meine Pokémon gut aufgetaut? Nö, Dickter ist noch ein bisschen, Dickdri ist noch ein bisschen am Arsch. Am Arsch der Welt. Wir wollen jetzt nämlich... Obwohl, nee, haben wir gar keine Zeit mehr. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Part. Ich wollte jetzt sagen, den Orden bestreiten könnten wir gleich machen. Ich kann euch aber wenigstens mal zeigen, wo die Arena ist. Das kann ich gerne machen. Und was mit Team Rocket hier zu suchen hat, das werden wir auch noch erfahren. Das hat auch noch so eine Sache zu tun. Ich glaube, der Typ sagt uns da irgendwas drüber. Sieht so wichtig aus, der Typ. Oh, what I am to do. Was soll ich nur machen? Someone stole our Silphscope. Oh, Silphscope, das brauchen wir für den Lavandia-Turm. Da wird nämlich noch was uns im Weg stehen, was wir nicht sehen können. Und dafür brauchen wir es. Jemand hat mir mein Silphscope gestohlen. Der Dieb ist hier den Weg lang gelaufen. Ich bin mir sicher, aber ich habe ihn aus den Augen verloren oder so. Wo ist er nur hingegangen? Kein Plan, aber egal. Naja, da ist er eigentlich, aber... nee, ich glaube, das ist ja gar nicht er, aber... Also, es wird auf jeden Fall noch was mit Team Rocket zu tun haben. Und was? Das werden wir auch erst im nächsten Part erfahren. Oder eventuell übernächsten, aber ich glaube im nächsten. Wir können jetzt erstmal zur Arena gehen und die uns anglotzen. Die ist nämlich auch ganz cool. Zwar nicht, aber die ist irgendwie abgelegen. Wenn man Zerschneider nicht besitzt, kann man hier schon mal voll abkacken. Da kommt man nicht mal hin. Hehe, this gym is great. It's full of women. Okay, der erinnert mich irgendwie an Muten Roshi, dieser alte Sack von Dragon Ball Z, der auch nur auf Weiber steht. Also auf junge Weiber, die er anglotzt. Ja, wir haben eigentlich nicht mehr wirklich Zeit. Also, ich bereite mich hier vor, wechsle schon mal zu Pyongyanto, denn das ist perfekt für diesen Orden. Sonst ist kein Pokémon gut. Warum? Das werdet ihr schon sehen, warum ich gerade Tobuga genommen habe. Also Freunde, ciao!